Die schnellsten Kleinwagen, die man sich leisten kann. Oder auch nicht. Freunde, wer kennt es nicht? Ihr cruist mit eurem S500 mit 220 auf der Bahn rum und so ein Dreizylinder hängt euch im Nacken? Ich leider nicht, ich habe keine S-Klasse. Aber der Schwager eines Freundes hat das schon mal gesehen in Albanien im Urlaub. Oh Gott. Spaß beiseite. Heutzutage sind die Zwerge ziemlich schwer abzuhängen. Und wenn ich so an ein paar spezielle Modelle denke, hat selbst ein E46 oder ein E93 M3 Probleme, ein Ampelrennen zu gewinnen. Also, sowas macht man natürlich nur auf abgesperrten Teststrecken, wie alle YouTuber, die auf öffentlichen Straßen fahren und Teststrecke reinschalten. Ist klar, ne? Viel Spaß mit den folgenden Giftzwergen. Polo WRC. Im Jahre 2013, nur für 2 Monate gebaut, meinte es VW wohl echt ernst mit ihrem angespitzten Kleinwagen. Denn der Babygolf bekam einen 2-Liter Turbomotor, also genau genommen den EA113-Motor mit 220 PS und 350 Newtonmeter spendiert. Was heutzutage in dieser Fahrzeugklasse noch ungewöhnlich ist, war zu der Zeit der absolute PS-Startpfiff in der Kleinwagenriege. Mit seinen 1,3 Tonnen beschleunigte er in 6,4 Sekunden auf 100 und hatte einen Vormax von 243 km/h. Den Wagen macht nicht nur der sehr potente Motor oder die sportliche Folierung besonders. Auch die Tatsache, dass nur 2.500 Stück davon gebaut wurden, lässt den aktuell noch niedrigen Preis noch niedriger erscheinen. Die Menschen sind ein komisches Volk. Ist etwas selten, ist es teuer. Und so wird es auch mit dem Polo WRC in einigen Jahren sein. Aktuell liegen die Preise für ein vernünftiges Modell bei ca. 18.000 Euro. Noch. Vorteile: VW-Technik, potenter Motor mit sehr viel Optimierungshunger. Nachteile: VW-Technik, Frontantrieb, teilweise sehr teure Ersatzteile, wenn es speziell die von dem WRC sind. Freunde, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr mich und diesen Kanal sehr. Danke euch. Der nächste ist der Ford Fiesta ST. Von 2013 bis 2017 baute Ford den Fiesta in der 7. Generation. Ford ist bekannt dafür, in Qualität zu denken und zu entwickeln, sich aber dann doch den Markt fügen zu müssen, was den Verkaufspreis angeht. Das hat zur Folge, dass die Qualität doch ziemlich darunter leidet und der Fiesta daher eine kleine Blech- und Plastikdose ist. Leider. Jedoch aber mit einem bemerkenswerten Motor. Der turboaufgeladene 1,6er Vierzylinder hat satte 182 PS und 240 Nm Drehmoment, welche die gut 1,1 Tonnen in 6,9 Sekunden auf spinden lassen und die Pferde erst bei 223 km/h zügeln. Der Fiesta ist interessant, weil es gute Modelle schon für unter 10.000 Euro auf dem Markt gibt und man keinen Bachelor-Abschluss braucht, um sich den leisten zu können. Vorteile: aktuell günstige, noch günstige Anschaffung, potenter Motor, günstige Ersatzteile. Nachteile: Qualität im Innenraum, störanfällige Multimedia-Bedienung und ja, ein bisschen teuer in der Versicherung. Jetzt kommt ein absoluter Exot, von dem nur wenige Menschen wohl wissen, dass es ihn so wirklich zu kaufen gab. Der Renault Clio RS V6, von ca. 2000 bis 2005 gebaut. In dem Fall ist es noch immer nicht klar, welche Substanzen damals in den Nasenlöchern von Renault zu finden waren, als diese Idee in die Umsetzung gelangt ist. Vor einfach 20 Jahren wurde in dem Mauerblümchen Stadtflitzer aus Frankreich ein 3 Liter V6 auf die Beine, nee, auf die Rücksitzbank eingepflanzt. Mit erst 226 PS und später dann sogar mit 254 PS. Letztere Variante wog ca. 1,5 Tonnen, also ein bisschen weniger, 1475 hatte ich da rausgefunden, und beschleunigte den Hecktriebler damals in 5,8 Sekunden auf 100. Zudem war die V-Max sowieso bei 250 km/h, sehr wahrscheinlich abgeregelt. Wer jetzt denkt, boah, den gönne ich mir, schau dir das mal an. Falls ihr günstig an einen rankommt, hier lohnt sich ein Kredit bei Oma, denn dieser Wagen wird in den nächsten Jahren noch viel mehr an Wert gewinnen. Ach ja, damals wurde er für knapp 40.000 Euro angeboten. Und jetzt der absolute Geheimtipp, der zwar keiner mehr ist, aber dennoch irgendwie schon, weil viele wissen das gar nicht, dass es den so gibt. Der Toyota GR Yaris. Eine kleine Anmerkung eines deutsch-russischen Freundes. Toyota geht da ab wie Rakete. Offiziell erst seit letzten Monat auf dem Markt bietet Toyota etwas ziemlich Ungewöhnliches an. Fahrspaß in Form von unter 4 Metern Länge mit 261 PS und 360 Newtonmeter und Allradantrieb. Und dann auch noch ca. 1,3 Tonnen Leergewicht und eine Beschleunigung von 5,5 Sekunden auf 100 mit einer V-Max von über 230 km/h. Toyota bietet diesen handgeschalteten Männertraum für ca. 34.000 Euro an und hat damit den kompletten Markt überrascht. Solche Fabelwerte für diesen Kurs findet man nicht mal eben. Der 1,6 Liter Dreizylinder wird durch einen Turbolader zwangsbeatmet und kann somit mit einem reinen Software-Tuning auf weit mehr als 300 PS optimiert werden. MPS Engineering hat dazu kürzlich ein Video veröffentlicht. Ich glaube, bei denen waren es ungefähr 330 PS. Nur so zur Info. Der E93 M3 als Cabriolet beschleunigt übrigens in perfekten oder unter perfekten Bedingungen in 5,3 Sekunden auf 100 und muss daher etwas zittern, wenn so ein Zwerg neben ihm an der Ampel steht und mit dem Gas spielt. Durch seinen Allradantrieb kann er dem M3 teilweise locker davonfahren und muss keine Ausrede finden wegen durch den Reifen, bla bla. Ich kenn's.
Immer ist irgendwas, wenn der eine verliert. Der GR Yaris ist der absolute Inbegriff von Fahrspaß und perfekt für die Rennstrecke geeignet. Dennoch auch als normales Auto im Alltag möglich zu nutzen. Schöne Modelle findet ihr aktuell reichlich im Internet. Viel Spaß bei der Suche, das war's, tschüss.